Was hast du gesagt, Herr Kaktus? Dir ist kalt? Hier ist eine Decke. Hi Leute, ich bin Ava und willkommen bei Alles Ava. Ich habe mir heute vorgenommen, mein Smartphone ein Bohoic Jungle Festival Style zu verwandeln. Dafür habe ich dann Mami dabei und ich würde mal sagen, wir fangen an. Aber bevor wir anfangen, haben wir noch eine Challenge, wo ich schaffe, jetzt meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken und das Video mit euren Freunden zu teilen. In 1, 2, 3, 4, 5 vorbei. Habt ihr es geschafft? Hoffentlich. Und jetzt fangen wir mal an. Und nicht vergessen, am Ende des Videos kommt noch ein geheimes Wort und die Shoutouts. So, ich habe ja neulich mein Zimmer in ein TikTok-Zimmer verwandelt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eher so ein Winter- und Frühlingsstyle. Also will ich jetzt was, was so richtig sommerig ist. Wir werden zwei Videos machen. Passt auf, dass ihr das hier erst guckt, weil eins kommt vor zwei. Logisch. Also in diesem Video werden wir dann so in einem Vlog-Style zeigen, wie wir so alles dekorieren. Und dann im nächsten Video werden wir alles ganz genau zeigen. Und sie eine Roomtour. Weißt du was, das ist eine gute Idee. Wir düsen los? Ja. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns mal diesem Zimmer und schauen, was bleiben darf und ich was schon ersetzt mal ins Auto. Wird. Und weg ist es. Wir hatten gerade so ein Glück. Schau mal, es hat aufgehört zu regnen. Wir hatten echt Angst, dass wir da draußen total nass werden. Wir haben keine Jacke, keinen Schirm, nichts dabei. Außer uns. Außer uns, Hände. Genau. Und Masken. Ja, genau. So, wir haben jetzt nicht schrecklich viel gefunden, aber ich denke, wir haben genug gefunden, um mein Zimmer wenigstens ein bisschen Bauhauig zu machen. Wir waren gerade bei Action und ich habe hier eine Kiste gefunden und noch ganz viele andere Sachen für ein anderes Video. Jetzt kann ich in diese Kiste Sachen reinmachen, die ich nicht mehr für mein Zimmer brauche. Und hier noch so ein Squishy. So, wir haben nicht sehr viel gefunden, aber das ist egal. Wir brauchen am meisten nur die Kiste. Also es ist gut, dass wir hier so eine Kiste haben. Weil, wie gesagt, dann können wir ganz viele Sachen da reinmachen, die ich dann nicht mehr brauche. Also echt gut. Und wir haben nur so drei Sachen gefunden. Das ist aber auch nicht schlimm, denn die Ava hat mir schon vor langem erzählt, dass sie ihr Zimmer umdekorieren will. Und wir haben schon ein bisschen was zusammengesammelt. Wir haben nicht mehr viel gebraucht. Okay, dann würde ich sagen, pack mal die Kiste aus. Und wir legen mal los und räumen erstmal das weg, was weg muss. Oh, und gleich machen wir dann noch ein Boho Deal White zusammen. Genau, leg das einfach mal auf den. Ich würde sagen, was kommt weg, müssen wir erstmal schauen. Was ist eher so TikTok-mäßig und was passt nicht zum Boho-Stil? Ich denke, alles, was hier so Fell hat, muss erstmal weg, weil das ist nicht sehr Boho-ig. Gute Idee. Na, dann pack das zusammen. Das kann in die Kiste. Oh, was ist denn da alles? Oh, ja. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt... Ich habe den Hasen verloren. Bin mal gespannt, was wir jetzt hier alles finden. Ich glaube, wir hätten mehr Kisten gebraucht. Die ist ja jetzt schon voll. Ja. Zwei Kisten voll.
ob wir dann vielleicht hier noch zwei Schuhe finden. Wer weiß, vielleicht noch eine andere Ava. Dein Zwilling. Long lost twin. So. Packen wir die Teppiche, um den Boden zu sein. Ich hatte mir eher vorgestellt, dass du die ordentlich zusammenlegst. Oh. Mhm. Dann machen wir das. Ordentlich, unordentlich, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Ja, dass es dann am Ende hin ist. Hier ist nämlich das im Leben raus. Mhm. Wir haben nämlich noch andere Kissenhüllen besorgt. Wenn jetzt erstmal alles, was nicht so bauhaarig und so ein Beach-Style hat, das dann weggepackt ist und dann holen wir erstmal alle Sachen, die wir schon besorgt hatten. Gute Idee. Aber du hast noch ein bisschen was vor dir. Was ist eigentlich mit deinem Zelt und deinem Tipi? Also, Krabbe wohnt im Tipi. Ich würde mal sagen, das da könnte bleiben. Und Krabbe bleibt auch. Aber ich denke, so diese Ecke, also dieser Teppich, alle Sachen außer Eisbär und noch das hier, geht dann auch weg. Okay. Selbst die Blumen kommen weg und werden mit etwas mehr Bauhaarigem ersetzt. So, und die Kiste wird schon langsam sehr voll. Ich glaube, wir hätten 3 Kisten mitnehmen sollen und nicht nur eine. Das ist total unterschätzt. Ups. Die ist schon mehr als voll. Ja. Versuch mal, den Deckel zuzumachen. Haha. Zu. Geht nicht. Oh mein Gott, nur mal in Cartoons will dann alles so runtergehen. Mhm, kein Cartoon. Echtes Leben. Okay, gut, dann machen wir mal weiter. Ich habe jetzt alle Sachen, um selbst einen DIY-bauhaarigen Aufhänger zu machen, aber da hilft Papa mir erstmal dabei. Und jetzt ist manchmal so richtig leer, aber wenn es leer ist, kommt auch Sachen rein. Aber wir werden erst morgen mein Zimmer dekorieren. Es ist nämlich jetzt schon ein bisschen spät. Ja. Na, dann schnapp dir mal das Zeug. Wir sammeln den Papa ein. Mhm. Wir fangen an. Genau. Die DIY. Jawohl. Und schaut mal, die Kiste ist zu schwer für Avi und mich. Die muss Ian dann nachher oder morgen wegbringen. Mhm. Und was wir gerade mit unserem Flur gemacht haben. Wir haben alle Sachen, die morgen in Avas Zimmer kommen sollen, fast alle Sachen. Da fehlen noch ein paar Pflanzen hier hergestellt und ja, so sieht es jetzt bei uns aus über Nacht. Ja. Morgen kommt dann hier wieder ein bisschen Struktur rein, würde ich sagen, oder? Mhm. Dann machen wir jetzt erstmal ein DIY. So Leute, das hier will ich machen, aber dafür brauche ich jetzt Papas Hilfe und deswegen fragen wir ihn jetzt. Hallo. Ich brauche deine Hilfe, um das zu machen. Okay, was muss ich tun? Also, wir brauchen so einen Bügel. Ja. Und dafür, dafür. Ja, ist okay, ich habe gesehen. Brauchen wir so Spray-Tans, was wir auch haben. Und dann sprayen wir es dann so gold. Und dann machen wir es in so einem Kreisel-Shape. Cool. Und dann nehmen wir die Wolle. Das ist schönes. Okay. Ich glaube, das können wir schaffen. Sehr gut. Die Via will, glaube ich, auch mitmachen. Via, machst du auch ein Boho-DIY? Oder bist du schon Deko genug? Ha? Bist du schon Deko genug? Ja, du bist schon ganz toll, so wie du bist, ne? Ja, du bist nämlich ein toller Hund. Du bist ein schleckiger Hund. Okay, ihr beiden, seid ihr bereit? Ich denke schon. Ich denke schon. Ich freue mich schon, dass du mindestens lange nie benutzt. Okay, Avi, ich glaube, das schwierigste Ding zu tun ist, das in eine Kreisdance zu machen. Also, ich sehe, was du meinst. Viereck? Geht auch gut. Quadrat? Yeah. Cool, du machst das super. Okay, machen das zusammen. Okay, da. Cool. Hey.
gibt viel Handel, toll. Okay. Sehr schön. Ja, das sind die DIY, ich stand das dann auch. Man braucht einen Papa für alles, oder? Mit 9. Aber wenigstens sieht es richtig gut aus. Ja, finde ich auch. Sehr gut, jetzt könnt ihr das ansprühen gehen. Warte, wir brauchen hier noch die Farbe, habe ich gerade gemerkt. Ah ja, die steht da noch. Ohne die Farbe können wir gar nichts machen. Los geht's. Fertig. Super. Das dauert richtig länger, als ich dachte. Also werde ich hier jetzt erstmal mein Flatbread Sandwich essen. Und ich will jetzt nochmal den Teller flecken. Das hast du schon einmal geschafft, erzählt. Deswegen werde ich mein Sandwich nicht mehr auf den Teller legen. Und wir sehen uns dann morgen früh. Für uns, also für euch ist es jetzt eine Sekunde. Für uns dauert es noch mehrere Stunden. Das ist nämlich noch ganz schön klebrig. Von wegen 5 Minuten hat sich der Papa ein bisschen getäuscht. Ein bisschen sehr. Dass dir dein Flatbread schmeckt. Wie ja, machst du da? Oder wie die Ava mit 2 immer gesagt hat, machst du hier da? Kannst du dich da noch dran erinnern? Machst du hier da? Okay. Rette deinen Toast, würde ich mal sagen. Genau. Guten Morgen, heute habe ich wirklich, wirklich super gut geschlafen. Also bin ich heute richtig hip, hip. Ja, also werde ich jetzt erstmal frühstücken und dann machen wir schon gleich mein Zimmer weiter. Aber erstmal zeige ich euch, was es bei mir heute früh gibt. Also ich habe wie normal meinen Vitaminsaft, ein bisschen Sprudelwasser, Nutella-Brot mit Banane. Und es ist Wassermelonenzeit. Wir haben hier Wassermelone. Die teilen wir uns aber, weil die Ava unmöglich so viel auf einmal essen kann. Wer mag denn eigentlich keine Wassermelone? Keine Ahnung. Es gibt auch Kinder, die fragen, wer mag eigentlich keine Erdbeeren? Aber du isst sie. Ich weiß. Nur die sind halt nicht so lecker. Die sind immer noch okay. Es gibt bestimmt auch Kinder, die keine Wassermelone mögen dann. Okay, gut, das verstehe ich. Dann lass es dir erstmal schmecken, mein Schatz. Danke. So, ich bin jetzt hier vor dem Selfie-Spiegel und werde jetzt hier erstmal mein Outfit zeigen. Und mein Zimmer sieht jetzt wirklich voll krass leer aus. Ich freue mich dann schon zu sehen, was dann alles hier reinkommt. Ihr habt ja vielleicht das Video gesehen, wo ich euch gesagt habe, ich muss leider noch im Homeschooling sein. Aber dafür muss ich jetzt so jede Woche immer die Aufgaben, die ich gemacht habe, zu meinem Lehrer schicken. Also das werden wir jetzt machen, bevor wir mein Zimmer weiter dekorieren und das DIY weitermachen. Jawohl, dann sammel mal ein und wenn Ava sagt schicken, dann meint sie, wir müssen das hinbringen in die Schule, ne? Ja. Ins Sekretariat. Nicht so einfach. Und dieses System mit dem Korb, das sich die Ava ausgedacht hat, funktioniert übrigens super. Seitdem wir diesen Korb angefangen haben, leben da wirklich alle Schulsachen drin. Da kann ich auch alles viel einfacher suchen. Ja, genau. Und dann noch die Hälfte im Schulranzen. Also dieser Korb, der funktioniert echt supi. So kalt, Leute. Ich brauche sogar mal eine Jacke. Ich will jetzt erstmal mit meinem DIY weitermachen. So sieht jetzt der gesprühte Bügel aus. Ich finde, er ist richtig gut gelungen. Und jetzt werden wir hier noch ein paar Fädchen dran machen. Ich habe hier schon mal einen dran gemacht. Es ist super einfach, die dran zu machen. Dieses DIY kann jeder machen. Ich denke, jeder hat einen kleinen Bügel und noch ein bisschen Wolle. Und wie gesagt, die Wolle können irgendeine Farbe nehmen. Aber ich habe jetzt so beige ausgesucht, weil Boho Week ist ja so ein bisschen beige. Also werde ich jetzt diese beige Wolle nehmen. So, das ist so einfach. Jeder kann das wirklich machen. Also, man nimmt jetzt erstmal die beiden Enden und legt die dann hier so zusammen. Und dann ist hier ja so ein Ende. Man nimmt dann hier so das Ende, legt es dann hier drunter.
dann nimmt man diese zwei, macht es da durch und dann festziehen. Und ihr seht ganz schön, die sind hier alle in die gleiche Richtung gebunden. Und das ist echt super wichtig, dass ihr darauf aufpasst, sonst sieht es am Ende nicht so schön aus. Ich werde jetzt hier noch ganz viele abschneiden, damit ich dann einfach schön fädeln kann. So. Oh, und ihr müsst noch aufpassen, dass ihr immer eins übrig lässt, damit ihr wieder messen könnt. Schön gerade. Das kann natürlich jetzt eine Weile dauern. Ich würde sagen, du machst das und wir zeigen dann das Ergebnis, ja? Ich werde jetzt erstmal meine Poster austauschen, weil ich brauche ja meine Pause von dem Bild. Weil ehrlich gesagt dauert es viel länger, als ich dachte. Also, wie gesagt, werde ich jetzt erstmal meine Poster austauschen. Also, diese Bilder will ich dann nochmal für den Herbst austauschen. Also, damit die auch nicht kaputt oder verloren gehen, lege ich sie hier rein. Und dann wenn es Herbst ist, kann ich dann hier das da einfach ablegen und dann nehme ich das da raus und busch. Wenn ihr sehen wollt, welche Poster ich für mein Bauchzimmer ausgesucht habe, dann seht ihr das in der Mitte. Tada, ist es fertig. Hat länger gedauert, als ich dachte, aber dafür war es super einfacher, als ich dachte. Und ihr dürft es jetzt in Form schneiden oder einfach so lassen. Ich denke, ich werde es hier so in Form schneiden, weil jetzt sieht es komisch aus. Jetzt müsst ihr das hier erstmal kennen, damit alles hier so schön gerade ist. Und dann könnt ihr es schön abschneiden. Aber wie gesagt, ihr müsst es nicht schön abschneiden. Ich denke, ich werde dann hier so ein Dreieck haben. Die müsste dann super cool aussehen. Voila! Ich denke, das ist richtig gut geworden. Seid gespannt, wo ist denn Hanno? Ich werde jetzt hier erstmal durchsaugen, bevor ich weitermache. Die wir noch haben, weil ich will, dass es hier richtig, richtig gemütlich wird. Ich stelle mich mal da hin. Was könnten wir hier machen? So, ich habe mal eine Idee. Mülleimer, du kommst mal unter den Schreibtisch, weil diese Pflanze kommt jetzt in dein Ort. Und die ist sehr schwer. Ich merk's. Oje, schaffst du das? Hoffentlich. Kann ich mal dazu sagen. Oh, ich glaube, die passt da gar nicht hin. Oder dahin. Guck mal. Ah ja. Die kannst du einfach so ziehen, genau. Dann habe ich hier noch einen riesen Kaktus. Der ist größer als du. Fast nicht meine Arme, aber. Wenn ich so mache, bin ich größer. Stimmt. Ich werde jetzt hier erstmal alles reinschleppen und guck dann, wo ich was hinstellen kann. Dann würde ich mal sagen, ja. Wird ganz viel Willpower brauchen. Noch mehr Blumen hast du dir ausgesucht. Ich glaube, du hast dir ein paar zu viele Blumen ausgesucht. Was hast du gesagt, Herr Kaktus? Dir ist kalt? Eine Decke. Das ist ein Teppich. Hier ist ein Teppich. Das ist so ein cooler Häkelteppich. Für eine Sekunde dachte ich, das ist ja eine Decke. Ich hab's gemerkt. Jetzt hast du dann, also vielleicht hast du doch keine Decke, aber dafür hier. Einen schönen Häkelteppich. Staub. Ja, den kannst du dann gleich putzen. Yay! Wow, freust du dich schon? Ja! La! Oh, das passt ja gar nicht rein, das ist zu hoch. Oh.
Dann müssen wir das eins runter machen. Dann muss vielleicht der Affe hoch, hä? Ja. Da geht's noch knapp. So 3 mm und dann ist es Deckel. Oh, das ist ein guter Platz dafür. Der fand hier ja so Rosen und jetzt sind hier Geblätter. Ein Dschungeltippi. Grabe, wie magst du ein neues Tippi? Ja, gut, danke. Ja, so ein Faultier passt auch besser in den Dschungel als in ein TikTok-Zimmer. Puh, ich habe schon ganz viel geschafft. Ich will jetzt auch nicht zu viel zeigen. Aber jetzt habe ich erstmal Hunger. Und deswegen werden wir jetzt Mittagessen. Und dann geht's für mich zum Tanztraining. Ba-boing! Hunger, 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 Hunger. Zumindest ist der Flur hier einigermaßen wieder frei. Gut gemacht. Na, nee, darf ich ihn wieder frei sehen. Ja, und dafür habe ich meinen Flur selber vollgemüllt. Mit einer IKEA-Tasche. What? Und einem Riesenkarton. What? So, ich bin hier jetzt. Also, mein Essen ist schon mal fertig. Ich zeige euch mal. Mein Vitaminsaft habe ich schon getrunken. Ein bisschen Paprika und noch ein paar Gurken. Dann habe ich hier noch Salamibrot und Wasser. Eigentlich müsste ich jetzt zum Tanzen, aber ich will noch runter mit meinem Pulli kuscheln. Und weg ist es. Yay! So, wir fahren jetzt zum Tanzunterricht. Ich habe so Einzeltanzunterricht und irgendwie macht das mehr Spaß. Also, ich habe noch so Nicht-Einzeltanzunterricht und da war ich lange nicht mehr wegen Corona-Time. Ich bin gespannt, ob ich noch ein kleines bisschen für euch mitfilmen darf. Bist du nass? Ich habe dafür einen Hut. Na gut. Vielleicht mal zu einem Restaurant. Ja, weil erst waren wir immer nur zu Hause, denke ich, sondern wir zu einem Restaurant. Wir haben unser Essen. Wir brauchen unbedingt Stärkung, damit wir heute dein Zimmer noch fertig kriegen. Ja, sonst wird es nichts mit 24 Stunden Zimmer fertig kriegen, ne? Dann dauert es länger. Und das wollen wir nicht. Aber jetzt lassen wir es uns erstmal schmecken. Wir haben hier alle einen Vorspeisensalat und dann zeigen wir euch natürlich noch, was es zum Essen gibt. So, ich habe wieder mal Schnitzel und Pommes. Zum Glück hattest du auch einen Salat. Ian hat Bifteki. Das war richtig lecker im Restaurant. Aber auch ein bisschen komisch, weil ganz viele Mundschutz an. Man musste immer noch so ein bisschen Social Distancing machen. Aber es war immer noch okay. So, ich würde jetzt sagen, wir machen erstmal das kleine Wort und die Shoutouts. Also, das YouTube-Shoutout geht an Lara Müller. Hallo Lara! Und das Insta-Shoutout geht an Kappamaki 71526. Hallo Kappamaki! Und du hast gesagt, du heißt Helena, also hallo Helena! So, und das geheime Wort ist Faultier. Wenn ihr es jetzt gehört habt, dann schreibt bitte mal in meinen letzten Community-Post, dann weiß ich, ob es so weit ins Video geht. Schafft. Also, ich vielleicht habt ihr es auch gemerkt, dass ich mich da ein bisschen versprochen habe. Ja, also, da fehlen jetzt
Schaut auf jeden Fall um 10 Uhr an diesem Samstag die Roomtour an, weil da geht sie dann online. Ja, wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wenn ihr lasst noch nach oben da und hier unten könnt ihr noch 2 Videos von uns sehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben.